glaubt man den 19.908 befragten ÖBB-Passagieren, dann ist der Linzer Hauptbahnhof der schönste Bahnhof Österreichs. Bundesbahn, sehr zufrieden. Ich denke, zufrieden. Perfekt. Ja, eigentlich schon. Zufrieden. Auch wenn noch nicht viel darauf hindeutet, dass Linz in einem halben Jahr Kulturhauptstadt ist, der Hauptbahnhof ist für die Ankunft der Gäste bereit. Der komplett renovierte Gebäudekomplex erinnert langsam eher an einen Flughafen und ist nach Meinung der Befragten das Prachtstück unter Österreichs Bahnhöfen. Am schlechtesten schneidet im Österreich-Vergleich die Bundeshauptstadt ab. Von den 10 unbeliebtesten Bahnhöfen liegen 6 in Wien. Schlusslicht im Bahnhofsranking ist der Wiener Südbahnhof. Das heruntergekommene Gebäude mit Balkanflair landete mit Abstand auf dem letzten Platz. Zu den zentralen Kriterien, die einen guten Bahnhof ausmachen, gehören für den Verkehrsclub Österreich vor allem Helligkeit, Sauberkeit und eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Experte Martin Blum bezeichnet den optimalen Bahnhof als einen Ort der Begegnung, der auch für Kunst und Kultur gerne genutzt wird. Als Aushängeschild der Stadt ist ein sauberer und moderner Bahnhof natürlich wichtig auf dem langen Marsch in Richtung Linz 09. Jetzt muss nur noch die restliche Stadt Schritt halten.